Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Retribution mit dem Chris. Hallo Chris. Guten Tag. Und der Nick ist auch dabei. Hallo. Oh Gott, das hatten wir es überhaupt schon mal. Ja, ich bin der Nick. Ich habe keine Ahnung. Du begrüßt immer bloß mich. Richtig. Naja, egal. So, die Typhon-Arena steht an. Und ich merke irgendwie, dass meine Stimme etwas angeschlagen zu sein scheint. Wir haben Kyras Übertragung nach Typhon zurückverfolgt. Passiert. Irgendetwas stimmt jedoch nicht. Auspex-Scans zeigen keine feindlichen Aktivitäten. Ganz anders als damals, als wir den Planeten verlassen haben. Wenn diese Scans stimmen, ist Kyras alleine dort. Ich vermute aber das Gegenteil. Seien Sie vorsichtig. Alles klar, aber ich würde sagen, wir stürmen einfach rein. So. Wir müssen nochmal gucken wegen der Truppverteilung, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja. Ich guck schon. Zack. Das kann man doch dann machen. Also ich kann das zumindest nochmal anpassen, wenn ich hier dann bei Entsenden draufgehe. Okay. Welche Ausrüstung, welche Belohnung nehmen wir? Haha, kann ich ja nochmal raus? Ich glaube nicht. Warte mal. Wir haben Kyras über das ganze Geschwafel nochmal. Ich bin hier für den Plasmawerfer. Ach so? Ja. Na dann. Mir ist es egal. Ja, 223 Schaden, hallo. Na dann nehmen wir den. Wenn diese Scans stimmen. So, Einheitenzuteilung stimmt und dann kann's losgehen. Gut, und da sind wir wieder. Ich hatte noch kurz etwas Technisches abzuändern. Er hat seinen Bildschirm angemacht. Genau, damit ich endlich auch mal was reise. Und überhaupt mal verstehe, worum es eigentlich geht. Ja. Was tue ich hier eigentlich? Der bekommt Blind Let's Plays eine ganz neue Bedeutung. Ja, richtig. Oh Gott, keine einführenden Worte? Was ist denn hier los? Der hat keine Lust. Ist ja komisch. So. Wer rüstet zuerst auf? Weiß ich nicht. Brauchst du es nicht, also mach ich's. Ja, das kann nicht jeder so ein Pay-to-Win-Equip haben. Hallo. Ich hab's nicht mal gewusst, dass ich das gekauft habe, also ja. Ja. Einfach. Das ist bei meinen Sklaven auch immer so. Auf einmal stehen sie vor der Tür, sagen: Hallo Meister, was gibt's zu tun? Oh, Alter. Durchhalten. Sie dürfen den Rat der Säher nicht stören. Der Säher mit Ä. Ja. Sie säen Gras. Was haben die denn? Ey, was war das gerade für ein komischer Effekt bei denen? Was? Na, super OP-Effekt. Bei Eldar? Die sind doch nicht super OP. Ach, du meinst diesen Effekt da, wo die anfangen rot zu leuchten? Nee, so ein blaues, eine blaue Tröte so vorne dran. Keine Ahnung. Okay. Ach, ist ja auch egal. So. Und übrigens, die Typen hier, die dann so ein rotes Feuer oben den Kopf haben, ich sag's einfach mal so, die wurden von Martellus getroffen mit seinem super tollen neuen Bolter. Mhm. Womit sie auch Freund und Feind nicht mehr unterscheiden können. Ah, okay. Funktioniert auch gegen Fahrzeuge. Das fetzt natürlich. Da schießen sie dann einfach auf den, der am nächsten steht, oder ist das ein Zufallsprinzip? Zufallsprinzip. Okay. Und funktioniert nicht gegen Garnisonen. Haben Sie eine Ahnung von den Auswirkungen Ihrer Taten? Sie müssen diese Welt sofort verlassen. Ich bin mir der Auswirkungen durchaus bewusst. Die geringste wird sein, jede Menge tote Eldar. Vernichtet die Eldar, Brüder. Sie dürfen nicht stören, wenn wir auf Kyras treffen. Schreit ein! Okay. Ach, die Eldar werden uns wohl kaum aufhalten können, behaupte ich jetzt einfach mal. Auftrag erfüllt. Das ist diese Mission, willst du noch mit dem Hin- und Herspringen? Ach, nee. Oh, doch. Nö. Ja, ich erwähne es lieber vorher. Ich gehe jetzt. Stimmt, wo du sagst, der Rat der Seher. Die Eindringlinge sind noch immer da. Wir werden sie angreifen, bevor wir verschwinden. Bereit machen. Ja, nachdem wir verschwindet, ist auch komisch. Versteckt und verhüllt bleibt, können wir Hilfe anfordern. Na gut. Ihr habt es ja so gewollt, ihr Eldar-Bürschchen.
Ihr ungehörigen Pflege. Echt mal. Die ganzen Schlawiner hier. So. Jetzt muss ich erstmal hier den Punkt erobern. Hau rein. Ich räume noch das Gebäude. Gut, ich habe uns schon mal ein bisschen Verstärkung verschafft, also Verstärkungspunkte. Oh nein, es hat geruckelt. Aber solange es dir komplett Standbild gibt, ist es ja schon mal viel wert. Ich wollte gerade sagen. Ich bräuchte noch irgendwas, was mich gegen Zurückstoßen schützt. Das wäre grandios. So, wo gehen wir lang? Ist eigentlich erstmal egal, oder? Ja, ist eigentlich wurscht. Aber wenn wir das Warportal kaputt machen, kriegen die erstmal keine Verstärkung. Richtig. Deshalb, Kollegen, geht ihr erstmal hier drauf. Und Diomedes natürlich auch. Willst du diesmal verbessern oder soll ich nochmal? Ach, mach ruhig, mir ist egal. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Warportal, oder? Naja. Ich bin erstaunt, dass das doch so recht lange dauert, den Phantomlord umzuhauen. Hast du dir schon die Klingen geholt, also die Krallen? Oder haust du immer noch mit dem Hammer zu? Da sagst du wahre Worte, warte. Ja, ich habe mir natürlich schon die Klingen geholt, aber die Grafik hat noch nicht nachgeladen. Und jetzt hat sie komischerweise die richtige Anzeige angenommen. So, oh, hier, Panzer, das will ich machen. Ich selber so ein Transporter, der ist ja langweilig. Ach. Ah, das sieht schon ein bisschen beeindruckend aus. Demnächst will ich dann den mein Schadensupgrade machen. Immer drauf los. Aber dauert ja noch ein bisschen. So. Na, 400 brauchst du. Genau. Wir sind bei 300. Ja, das ist korrekt. Gerade waren wir auch bei 150. Richtig. Deshalb dachte ich, es würde noch etwas dauern. Aber doch nicht in dem Spiel. Was erwartest du? Jetzt könntest du ja schon fast hinhauen mit den 400, wa? Ach, krieg mal keine Punkte? Och, ich bin enttäuscht. Ja. Das Spiel ist doch so schwierig. Wie soll ich das jetzt schaffen? Ohne ein Schadensupgrade. Echt mal. Ach, da unten ist ja noch ein Transporter, wie du sagtest. Aber nicht mehr lange. So. Der kann schon mal dahinter laufen. Übrigens, was wir letztens geschaut haben zu dem MMORPG von Warhammer 40k, dem Eternal Crusade, gibt es sogar Bücher. Mhm. Bisher nur in der englischen Sprache, weil die in Deutschland keine einen nicht wahrscheinlich so großen Markt gefunden hätten für die Abnahme. Drück's mal so aus. Ja, na gut. Wo keine Nachfrage, da gibt's halt auch kein Angebot. Ja. War doof, aber wenn kein Angebot da ist, kann auch keine Nachfrage entstehen, aber... Na gut, es ist... ich denke mal, die sind halt einfach mal davon ausgegangen, dass es die nicht geben wird. Auch wenn sie es anbieten würden. Ich denke mal halt, die großen Sachen wie Bruderkrieg und so, die kennt man halt einfach. Die werden auch bestimmt ganz gut gehen. Also halt innerhalb eines der Zielgruppe natürlich. Ich wollte gerade sagen, also da wird kaum jemand so, ich sag mal, random irgendwas kaufen oder so. Also zumindest nicht aus solchen Büchereien. Vor allem, wenn der große Bruderkrieg 15 dran steht. Das stimmt allerdings, ja.
Haben die sich gerade alle selbst umgehauen, weil sie mich beschossen haben? Das ist ja cool. Ja. Eine komplette Einheit. Das ist ja auch ein peinlicher Tod. Und, wie sind sie umgekommen? Ah, naja. Die haben Schaden erlitten, als sie ihn beschossen haben. Das ist schon ein bisschen dumm. Ja, guck doch. Musst du einfach mal nicht angreifen, sondern einfach nur so auf die schießen lassen. Und dann siehst du, wie der Lebensbalken runtergeht. Nein, nein, das war ja gerade bei den... Was sind das? Gardisten, glaube ich, ne? Ja. So, schauen wir uns das mal wieder ein bisschen vom Nahen an. Sehr beeindruckend. So. Omnisia-Kugeln, so ein Schwachsinn. Ach, das ist ja gar kein Verstärkungspunkt. Ich achte da mal nicht drauf. Ich höre, bald gehört er dem Imperator. Die Regeneration der Terminatoren geht etwas schleppend voran. Das sind ja auch keine Helden, sondern nur Veteranen-Terminatoren. Ja, das mag sein. Nein, ihr braucht nicht reingehen. Ich habe mich vertan. Was? Ich habe tatsächlich einen verloren. Blöd gelaufen. Aber der nächste Verstärkungspunkt ist mir jetzt echt zu weit weg. Ich treffe bald ein. Wir müssen uns tarnen. Soll ich das Ziel? Könnte man einfach Medipack verwenden? Ich habe doch keine Medipacks mehr. Hier ist Captain Diomedes. Ich werde angegriffen. Jetzt hast du mir mal unequipped. Ja, weil ich dir mehr Schaden verschaffen wollte. Siehst du, du hast mit dem Alten doch das. Ja, ich hab's gerade benutzt. Ich hab verstanden, zum Massenmordsprung. Ja, das hat ich auch verstanden. Diese Eindringlinge dürfen den Rat nicht noch einmal finden. Ah, dieser Schwachsinn, echt. Also, wer sich diese Mission hat einfallen lassen, den müsste man bestrafen. Echt steinigen. Das ist echt so. Es ist so ein Blödsinn. Da rennst du ja dreimal über die Karte, nur um diesen hässlichen Rat zu finden. Aber interessant ist es ja, man kann das ja auch verhindern, ne? Wie? Dass sie sich teleportieren. Ach so? Ja. Es geht über drei Ecken, ist aber ziemlich schwierig. Mit Imperialen habe ich es geschafft. Du musst einfach über die Hälfte vom Rad töten, bevor die sich teleportieren. Und dann bleiben sie einfach stehen. Dann ist da zwar diese Animation von wegen, da diese großen Wellen und Wolken und so. Von wegen, die teleportieren sich gleich. Aber das machen sie nicht. Die bleiben einfach stehen in dieser Animation. Ist ja zum Glück gar nicht buggy. Nö. So. Jetzt habe ich... Ach, immer noch zwei Terminatoren. Ich dachte, der eine wäre noch verloren gegangen. Kommen die wieder hier hoch auch? Eventuell? Oder was? Lohnt es sich nicht, hier jemanden stehen zu lassen? Das ist der Rat. Das ist ja, glaube ich, random, oder? Nee, die spawnen drei verschiedene Positionen haben sie. Eins, zwei, drei. Okay. Dann laufe ich schon mal mit den Terminatoren nach unten. Ich werde ja ein Weichen brauchen. So. Ich töte inzwischen hier oben den Rest. Ich bin unterwegs. Gut, und ich gehe schon mal zum anderen Verstärkungspunkt. Ne, drück doch einfach X. Geht doch ein bisschen schneller. Naja, nee, ich meine jetzt nicht. Naja, was ist das hier in. Doch, das ist ein Versorgungspunkt. Doch, tatsächlich. Na, egal. Die sind eh nicht hier. So ein Mist aber auch. Ja,
Rage. Die haben sich schon wieder selbst umgehauen. Die Deppen. Ja, interessant ist es immer bei Einheiten, die halt einen Haufen Schaden rausdrücken, aber selbst nicht viel aushalten. Die sterben halt unheimlich schnell dadurch. Vorausgesetzt, die treffen. Ein sehr fairer Kampf, wie man sieht. Meine Terminatoren gegen die kleinen, mickrigen Eldar. Eldar-Ziel eliminiert. So. Ach so, ein Stück ist es ja noch. Dann kann der hier schon mal rüber rennen und die noch erledigen. Sei stark und sei bereit. Mach ich doch auch schon. Geht ja eigentlich oben an dem anderen Dingspunkt mein Cybertron setzen können. Hätte, Fahrradkette. Ja. Autsch, ich gehe ganz schön auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf. Der Feind hat einen unserer Brüder erwischt. Drücke schnell X mit dem Terminator, sonst geht er drauf. Hallo. Ach so, nee, die haben ja kein X. Naja, stimmt. Oh. Noch 90 Leben. Das ist ja beim Terminator allerhand. Scheiße. Ich gehe mal ganz kurz zurück zum allerersten Versorgungspunkt. Der ist gerade am nächsten. Oh. Ich bin tot. 17 Leben hat er noch. Und weg ist er. Gut, dann brauche ich mich ja nur noch um eine Einheit kümmern. Oder du nimmst dir einfach das Hauptquartier und forderst eine neue an. Ach, das geht. Okay. Also halt einen normalen Terminator-Trupp. Terminator-Sturmtrupp. Nee, ich kann meinen Terminator-Sturmtrupp auch wiederholen. Das fetzt ja. Crazy. Tada! Im neuen Glanze. Und weil ich so ein Fuchs bin, habe ich gerade Bock, das nochmal zu machen. So. Schick die nochmal hier runter, dann können die nirgends mal groß hin. Der Tech Marine eines Verbündeten ist gefallen. Oh nein. Ich lasse derzeit meinen Terminator, meinen Cybot ein bisschen aufräumen. Tu das. Hey, kein. Ah. Die Terminatoren. Ach, dem normalen Terminatorentrupp kann ich keine Dinge ins Ausrüsten hier Energie klauen. Ist ja schade. Sind ja auch bloß normale. Ja, richtig. Und keine Awesome. Ja, awesome sind die so oder so. So. Der Rat darf sich sehr gern hierher begeben. Ich erwarte ihn bereits. Nee, der wurde erstmal von Martellus mit seinem tollen Bolter beschossen und macht jetzt nichts mehr. Ah, okay. Ist also gelaufen, die Teleportsache. Richtig. Also fast. Ist aber gleich fertig. Weil der Bolter verhindert, wie gesagt, verhindert ja Freund-Feind-System. Ihr blinden, mörderischen Narren. Hier ist Captain Diomedes. Und ja. War's das schon? Das war's schon. Ach, ich dachte, es gibt noch einen Boss-Fight. Nee, der war ja jetzt im Prinzip gewesen. Ach so. Na wow. Das war ja schon spektakulär. Ja. Na gut, sage ich jetzt mal nicht dazu. Ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmission gewesen. Nee, meine auch nicht. Ja, ist halt. Ja, es ging noch, aber. So, hier hast du dein Plasma-Dingens. Und Stufenaufstiege. Gut,
Dann Werbepause. Kurzer Clip und dann geht's auch schon weiter, genau. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh.